Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 2, die Modifikation Boomshark. Wir sind immer noch dabei, die Goldbrocken zu finden. Wir haben 3 Stück von 10, also nicht mal die Hälfte, und wir haben hier schon die ganzen Gebiete durchsucht. Also ja, so viel gibt es hier gar nicht mehr, sei denn ist es so veranlagt, dass die Goldbrocken viele auf einen Haufen sind. Wer weiß. Wir werden jetzt hier erstmal gucken in der Eisregion. Wenn wir hier schon mal sind, machen natürlich auch die Schneewölfe tot. Eiswölfe. Wunderbar, weil dann können wir nämlich hier gucken, haben wir hier Goldbrocken oder nicht. Der Höhle da, da waren wir letztens zwar schon mal drin, aber wir haben da noch nicht alles durchgeguckt gehabt, oder? Ich glaube nicht. Können wir mal machen. So. Goldbrocken. Aha. So, dann haben wir schon mal 4. So langsam geht's ja voran. So, ich nehme nochmal einen Trank, da die Eiswölfe ganz schön Schaden zugefügt haben. Kann ich die eigentlich essen? Nee, ne? So, uns gehen so langsam die Tränke aus, Leute. Ja, das kann ja was werden. Hier ist auch kein Goldbrocken. Schade. Ich denke mal, hier ist auch nur einer in der Nähe, ein Goldbrocken. Jetzt können wir nochmal in der Eisregion direkt gucken, in den Häusern und so. Also wir haben 4 von 10. Einen noch, dann haben wir die Hälfte. Und wir haben auch ungefähr die Hälfte des Minentals hier schon durch, ne? Würde ich so sagen. Könnte man so sagen, ja. Okay, hier gab es wahrscheinlich keine. Habe ich mir schon fast gedacht gehabt. Aber das Positive ist, wir haben hier schon fast alles ausgerottet gehabt. Also brauchen wir uns da keine Gedanken mehr drum machen. Wir können jetzt in den Häusern hier gucken. Ja. So, Feuer wird natürlich gespeichert mal wieder. Und dann lass mal in den Häusern gucken. Nix. Nix an Goldbrocken. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier oben gab es ja noch voll viele Eiswölfe und so. Wer weiß, ob es hier vielleicht noch ein Goldbrocken gab. Da oben vielleicht. Könnte ich mir vielleicht vorstellen. Nein, wollen wir sagen, wenn wir da überhaupt hochkommen. Super. Ah, da liegt was. Ich sehe was. Wird wahrscheinlich der 5. sein. Tatsächlich. Also, wir haben jetzt 5 Goldbrocken. Das heißt, 5 brauchen wir noch. Ich kann hier hinten nochmal gucken gehen. Vielleicht haben wir hier ja noch einen Goldbrocken oder so. Heftig, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass das im Endeffekt so schwer ist. Ja, eigentlich ist es ja nicht schwer. Eigentlich müsste man ja nur alles erkunden. Aber dass man halt so wenig findet in dem Sinne her, ne? Wisst ihr, was ich meine? Dass man halt hier, weiß nicht, ein Goldbrock da liegt und der nächste Goldbrock liegt komplett woanders und so. Hätte ich nicht gedacht. Okay, hier gibt es auch keinen. Dann können wir hier wieder runter. Oh, machen wir mal den hier kalt. So, wir schleichen uns jetzt hier auch ein bisschen vorbei, denn so viele Tränke haben wir nicht mehr.
Und im Endeffekt brauchen wir die auch nicht umbringen hier, weil, wie gesagt, es gibt ja keine XP. Es ist ja gar nicht lohnenswert. Das hätten sie vielleicht nochmal ein bisschen anders machen können, dass man ein bisschen XP sammeln kann. Dann wäre das natürlich bestimmt richtig genial gelungen. So, komm her. Wunderbar, hat super geklappt. Die Sache ist nur, gibt es hier einen Goldbrocken? Nein. Da war ja immer der Wasserfall. Da konnte man ja immer so eine ganz, ganz kleine Höhle oder Nische oder wie auch immer. Wir gehen da mal gucken, wir speichern mal. Wenn wir runterfallen, haben wir halt Pech gehabt. So, genau. Hier gab es immer so eine ganz kleine Höhle. Nein, hier gibt es auch keinen, okay. Ja, lieber einmal gucken, ne, als hinterher nur 9 von 10 Goldbrocken zu haben und dann. Oh. Oh. Oh, hat gut geklappt. Hat gut geklappt, dass ich eben nicht darauf gegangen bin. Oh, der Wolf kommt. Egal, wir kriegen das hin hier. Wir werden jetzt erstmal die hier angreifen. So. Hier drinnen waren wir zwar schon mal, aber ich glaube, hier könnten wir bestimmt noch einen Goldbrocken aufsammeln. Ich weiß gar nicht mal, ob ich in der letzten Folge mal ge in der letzten Folge meine ich Quatsch. In irgendeiner Folge mal geguckt habe, ob es hier überhaupt einen Goldbrocken gab. Weiß ich gar nicht mehr. Aber wenn nicht, gucken wir ja jetzt. Und ich meine mal, wir haben ja jetzt 5 von 10. Das ist eigentlich ein ganz guter Schnitt schon mal. Ja, gut, dann sind wir hier fertig tatsächlich. Es gibt hier wahrscheinlich auch keinen mehr. Das heißt, wir können dann weiter aufbrechen und weitersuchen. Eigentlich, ich bin gerade am Überlegen, wo wir lang gehen. Es gibt da jetzt zwei Möglichkeiten, wo wir lang gehen können. Wo wir noch nicht waren. Einmal dann da bei Cavalons Hütte lang gehen. Und den Sumpf nochmal absuchen. Oder wir gehen jetzt hier, wenn wir rauskommen, rechts den Berg hoch. Weil ich denke mal, das können wir auch von der anderen Seite machen. Das heißt, wir gehen doch erstmal bei Cavalons Hütte, würde ich sagen, vorbei. Und gucken, ob es da vielleicht noch so ein oder zwei Goldbrocken gibt. Oder vielleicht sogar mehrere. Ich meine mal 5 von 10 Stücke. Also sind ja noch 5 und so groß ist die Kolonie gar nicht mehr oder das Minental, wie ihr es halten möchtet. Wie gesagt, so groß ist das ja gar nicht mehr. Deswegen ich irgendwie. Ja, ich lasse mich überraschen. Mal gucken. Wer weiß. Aber ich finde die, wie gesagt, die Modifikation echt genial. Und ich freue mich jetzt immer umso mehr, wie ich hier einen Ork spiele auf Gothic 3, weil da kann man ja entweder sich den Orks anschließen. Oder man kann gegen die Orks kämpfen. Das lasse ich dann ganz euch entscheiden. Durch eine Umfrage. Aber momentan will ich da noch nicht drüber sagen. Das seht ihr dann in Folge 1 von Gothic 3. Naja, lasst uns aber erstmal hier Gothic 2 Boomshark durchspielen. Und dann geht es zu Gothic 3 über. So. Wie gesagt, es gibt ja noch einiges hier zu tun. Wir haben ja jetzt zwei Aufträge in dem Sinne mehr. Wir haben einmal Farrokh Bescheid geben und einmal diese 10 Goldbrocken sammeln. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier noch so eine Nebenquestaufgabe gibt. Voll geil. Da ist ein Goldbrocken, ich sehe einen. Ha! Ja, 6 von 10. Nice. So muss das laufen. Speichere ich auch gleich mal. Gut, dass wir hier lang gegangen sind. So muss das laufen. So, hier oben im Lager weiß ich gar nicht, ob es da noch einen gibt. Geschweige denn hier in der Höhle oder bei Cavalons Hütte. Wir gucken einfach mal. Oh, wir lassen uns hier erstmal runterplumpsen, genau. Gucken jetzt mal hier, ob wir ein paar Goldbrocken haben. Oh, machen die hier unten mal kalt.
Oh, um hier zu gucken, ob es hier halt einen Goldbrocken gibt, aber anscheinend nicht. Okay, dann können wir hier wieder runterspringen. Zack. Oh, jetzt gehen wir hier in der Höhle gucken. Gibt es denn hier einen Goldbrocken? Nein, anscheinend nicht, aber na gut, hier in der Nähe war ja schon einer, also warum sollte man denn hier einen finden? Gut, das Einzige, was da noch bleibt, ist Kavalons Hütte. Ich glaube, da hatten wir schon einen gefunden, oder? Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Es kann sein, dass wir hier schon einen gefunden hatten. So, wie sah das hier aus? Gab es hier noch einen Goldbrocken? In Türen kam ich ja nicht rein. Also können wir das schon mal vergessen. Der Sumpf blieb jetzt noch als Übrigkeit. Um zu gucken, ob da noch ein Goldbrocken liegt. Okay, ruhig immer alles absuchen hier. Man weiß ja nie, wo die Entwickler oder ja doch die Entwickler der Mod ja sich gedacht haben, wo packen wir denn jetzt mal hier so einen Goldbrocken hin? Wir werden sehen, wir werden sehen. Im Sumpf hier wird ja wohl keiner einen Goldbrocken irgendwo hingelegt haben, oder? Zumindest nicht hier so in so einem grünen Ding drin. Man sieht ja da gar nichts. Obwohl, ich traue den Leuten alles zu. Also werden wir mal gucken. Hier war der Eierdieb, genau. Vielleicht da hinten auf den Steinen da drauf. Kann ja sein. Nö. Hier gab es anscheinend keinen. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Da blieb noch die Möglichkeit, jetzt hier auf den anderen Weg zurückzugehen. Es kann auch sein, dass wir hier schon Goldbrocken aufgesammelt haben, Leute, als wir hier gekillt haben. Obwohl, es kann ja gar nicht sein, dass ich dann schon so viele... Dann hätte ich ja eigentlich mehr Goldbrocken, wenn ich überall schon welche eingesammelt hätte. Ja, wir werden einfach sehen, mal gucken. Na dann. Dann waren wir ja auch wieder umsonst lang gegangen, aber wir haben ja immer diesen Goldbrocken bei diesem Jägerlager da von früher entdeckt. Banditenlager. Was wir jetzt noch machen können, ist hier oben lang gehen. Vielleicht liegt da hier oben irgendwo ein Goldbrocken. Manchmal in der Tür kommen wir ja eh nicht rein, ne? Aber vielleicht liegt da vorher einer. Das kann ja so sein. So, okay, in der Tür kommen wir nicht rein, wie ich schon gesagt habe. Ja, hier hinter vielleicht. Wäre natürlich ein optimales Versteck eigentlich, ne? Wahrscheinlich zu optimal. Na, okay, dann sind wir auch hier umsonst lang gegangen, aber was soll's. Gut, hier oben sind wir dann fertig. Das heißt, wir müssten im Endeffekt mal den Burggraben lang gehen. Wir waren nämlich noch nicht überall in den Häusern. Es kann nämlich sein, dass auch in irgendeinem Haus so ein Goldbrocken liegt. Da oben in das Orkgebiet, in das ehemalige Orkgebiet, gehen wir später rein. In die Höhle könnten wir nochmal reingehen. Das mache ich jetzt nochmal. Denn in der Höhle war ja ein Paladin nur. Auch kommt zu fassen, dass der so nah den Orks war, oder? Weil vielleicht liegt ja hier noch ein Goldbrocken. Man weiß ja nie. Nein, hier lag auch keiner. Okay. Ja gut, dann gehen wir erstmal, würde ich sagen, hier den Burggraben lang. In der Arena zum Beispiel könnte ein guter Goldbrocken liegen. Es wäre auf jeden Fall eine gute Ecke dafür, das da einen hinzuplatzieren. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Uchuchuk. So, ich gehe nämlich jetzt mal den kompletten Burggraben hier entlang und guck mal in den Häusern und Hütten und so rein. Vielleicht liegt da ja einer.
Weil wir müssen immer noch 4 Stück sammeln, ne? Genau, 4 Stück. Das ist gar nicht mal ohne. Und ich könnte mir da ganz gut vorstellen, dass hier irgendwo ein Goldbrocken liegt. Oh, zum Beispiel hier in dem Haus hier drin. Ja, ein Goldbrocken. Nice. Habe ich es nicht gesagt? Und in der Arena ist bestimmt auch einer. Da gehen wir nämlich jetzt auch gucken. In der Arena ist bestimmt auch einer. Okay, hier ist schon mal keiner. Voilà. So. Da ist auch keiner. Ja, und hier in der Arena. Auch keiner. Okay, gut, dann habe ich mich hier geirrt. Aber was soll's im Endeffekt. Besser, man guckt da einmal nach, als, ne? Man vergisst einen. So, das heißt, wir haben 7 von 10. In der nächsten Folge eventuell haben wir dann auch die anderen 3, je nachdem. Also wir kommen eigentlich ganz gut voran, Leute, muss ich sagen. Und ich würde sagen, ich beende die Folge hier an der Stelle. Und in der nächsten Folge geht es weiter. Also macht es gut, bis dahin. Tschüss.